Wie versprochen, das zweite Video. Ich kann jetzt hier fleißig weiterhämmern. Weil ich denke mir, das ist so spannend. Da müsst ihr einfach weiter zuschauen. Ich rüttel mir einen mit der Maus ab. Sehr schön. Ach, die Maus ist auch sehr empfindlich, muss ich sagen. Wenn man das mal sieht hier, dann ist das toll. Könnt ihr mal eben kommen, wir gucken uns mal die Landschaft an hier. Ach, ein Traum. Ein Traum, eine wunderschöne Landstraße. Hier will ich doch eigentlich gar nicht mit dem Presslufthammer arbeiten. Aber wir machen nur unseren Job. Deswegen machen wir jetzt schnell weiter. Damit ich das auch innerhalb dieser 10 Minuten noch schaffe. So. Rüttel, rüttel, rüttel. Wofür machen wir das eigentlich überhaupt? Das ist hier die Frage. Wir machen hier die Straße auf. Für? Was sind das? Sind das Schlaglöcher? Oder ist das irgendwas anderes? Sieht aus wie Schlaglöcher. Ich muss da links den Bürgersteig auch noch aufrütteln. Habe ich mich eigentlich keine Lust zu. Nee, ich glaube nicht. Ach, die Kamera. So. Schüttel. Arbeite mich hier weiter vor. Na, ab zum letzten Loch. Haben's gleich. Ich hoffe, jetzt kommt kein Auto. Weil hier ist doch nichts abgesperrt, oder? Ist hier was abgesperrt? Sieht nicht so aus. Vielleicht werde ich überfahren. Ich sag euch, nach einer Zeit nervt das ziemlich an. Besonders weil man die ganze Zeit die Maus so blöd hin und her bewegen muss. Kann man natürlich seine Armmuskeln trainieren. So, jetzt habe ich es aber, oder? Nein! Das Spiel ist sehr pingelig, habe ich schon bemerkt. Ach. Mist, Mist, Mist. Jetzt mal hier wandern ein wenig. Da ist noch was. Mensch, ist doch nichts mehr. Wollte mich jetzt hier zum Narren halten. Kann doch nicht sein. Wo ist denn hier noch was? Leute. 97%. Ah, da ist noch was, oder? Naja. Da! Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Okay. Und jetzt? Muss ich das da vorne? Eine Walze. Ich habe eine Walze. Hui, ich darf Walze fahren. Ich habe da unten einen grünen Bereich. Ich schätze mal, da muss ich drin bleiben. Allerdings fällt das Ding so lahm. Das muss wahrscheinlich noch alles abgefahren werden hier. Ja, ich schätze ja. Da haben wir noch was zu tun. Oh, Leute. Tut mir ein bisschen leid. Selber tue ich mir auch ein bisschen leid. Ich fahre jetzt mal hier weiter. So. Ja. Ah, sehr schön. Wir machen das hier. Sehr schön. Ach, Leute. Das kann ja sich nur noch um Stunden handeln. Ich würde vorschlagen... Nee. Noch mache ich keinen Cut. Doch. Ich mache wohl einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Danke für meine Geduld. Ich habe dieses Kapitel auch erfolgreich abgeschlossen. Und, also wirklich, ich habe bestimmt 6-7 Minuten dafür gebraucht. Also, naja, meine Begeisterung hielt sich jetzt in Grenzen. Die Mission wurde erfolgreich beendet. Du kannst nun die Baustelle frei begehen.
Cool. Gehen kann ich mit den Pfeiltasten und ich sehe da hinten die Absperrung. Was haben wir hier? Ein WC, ein Dixie-Klo. Oh, da kann ich sogar rein. Allerdings sieht es hier drin ziemlich leer aus. Okay. Ah. Hm, die Fässer kann ich da auch rein. Nee. Ah, geh mal bis zur Absperrung. Ah, ich kann auch rennen. Sehr schön. Okay, ich kann weiterlaufen. Ich kann sogar in die Felsen reinlaufen. Ich wollte schon immer mal durch Felsen laufen können. Ich fühle mich gerade, ja, wie eine Art Wallhacker. Ich laufe hier quer durch die Welt, außerhalb der Map. Und da wohnt Peter Lustig. Klopfen wir an. Oder war schon kurz drin? Ja. Ich glaube, wir dürfen reinkommen. Hallo, Peter Lustig. Er ist ausgezogen. Peter Lustig ist ausgezogen. Hat jetzt woanders einen Bauwagen gesucht. Naja, okay. Ja, durch Bäume können wir auch laufen. Und durch diese Metallstreben können wir auch laufen. Klar. Immer doch. Dann haben wir noch ein Klo. Gucken wir mal, ob da einer drauf sitzt. Na, sitzt keiner drauf. Wir laufen jetzt mal ganz, ganz weit. Bis es nicht mehr weitergeht. Gucken, falle ich hier rein? Nee. Ah, hier ist Ende. Also mehr oder weniger. Sehr schön, sehr schön. Hinten haben wir noch so eine schöne Hintergrundgrafik. Da hinten den Bauernhof da. Und da so eine Fabrik. Ne, ein Wald ist das. Fabrikhalle. Sehr schön, sehr schön. Naja, ich gehe jetzt mal wieder ins Hauptmenü. Ne, die nächste Mission will ich mir nicht antun. Und in der Karriere erwartet uns noch als Aufgabe Nummer 16 der Neubau einer Autobahn. Bau eines Teilabschnittes. Okay. Ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu. Muss ich wahrscheinlich ganz viel betonieren. Als nächstes müssten wir einen Parkplatz erneuern. Einen Bereich des Parkplatzes. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Starten können wir es ja mal. Hier sehen wir gerade ein ICE ankommen. Gucken wir mal, wie der Parkplatz dann aussieht. Ich habe allerdings keine Lust mehr, den Parkplatz fertig zu betonieren. Ich habe einen Bagger freigespielt. Ich glaube es nicht. Besteige den Bagger und mach dich mit der Bedienung vertraut. Öffne die Schaufel über Materialhaufe. Die Schaufel schließt automatisch, wenn sie voll ist. Bla bla bla. Wo ist mein Bagger? Ich will zum Bagger. Kann ich auch den LKW fahren? Da oben ist wieder... Da ist Peter Lustig. Peter Lustig ist nach hier gezogen. Den LKW kann ich auch fahren. Cool. Kann ich auch... Ah. Okay. Ich will das jetzt hier hinkippen. Ah, ne, steigen wir mal aus. Und gehen mal kurz in den Bagger. Ich kann nicht gehen, doch. Pfeiltasten, das ist auch komisch. Ich gehe mit den Pfeiltasten und fahre mit der WASD. So, rein. Nein! Ich will in den Bagger, verdammt. Ist das denn so kompliziert? Hallo? Jetzt fahre ich die mal ein Stück weg. Ich will in den Bagger. Da bin ich im Bagger. Ah, ich kann leider nicht fahren. Jetzt hätte ich doch glatt schon mal den Typen hier umgefahren. Ich kann hier nur baggern mit Schaufel drehen. Ah. Kann ich den Arm auch ausfahren? Ah. Ah. Ach, das klappt alles nicht. Ist mir jetzt auch egal. Hat der Typ hier noch was zu sagen? Na? Ist klar? Ach, du raus, ne? War ja wieder klar. Alle Arbeiter rauchen. Ah, das ist mein Kollege. Wartest du gerade? Ist da jemand auf Toilette? Hey, ich kann nicht rein. Okay. Also, für alle, die später mal anstreben, Bauarbeiter zu werden,
den kann ich dieses Spiel hier nur empfehlen. Also das ist wirklich der absolute Oberhammer. Für alle anderen nicht. Also lasst es im Regal stehen, da wo es steht oder wie auch immer. Und beschäftigt euch lieber mit anderen Spielen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Ciao.